Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge Starfield heute. Ja, weil wir sind ja unterwegs zu diesem einen Planetensystem, wo uns die eine geheime Basis erwartet. Aber wir können es ja mal kurz auf der Karte uns anschauen. Genau, hier Woli. Und warte mal, wir müssen nach. Lass mich mal ein bisschen rauszoomen. Rücks? Ne, wo müssen wir denn hin? Jaffa. Moment. Ach nein, oh Gott, ich bin gedanklich schon wieder ganz woanders gewesen. Wir sind ja auf Neon gelandet in der letzten Folge. Stimmt. Ich war gerade noch dabei, dass wir auf dem Weg waren zu der einen Mission, aber wir haben ja dann entdeckt, dass hier Neon ist. Und haben hier erstmal einen kleinen Zwischenstopp gemacht. Stimmt. Genau, so sieht das aus. Ja. Dann kleine kurze Planänderung. Gucken wir uns Neon an. Ich habe da was für dich gefunden. Was hast du denn gefunden? Kann ich helfen? Hast du was Gutes für mich? Langsam sollte ich Credits verlangen. Hallo? Aminosäure. Okay. Cool. Ei. Bitte vergessen Sie, was ich gesagt habe. Mein Versuch eines informellen Grußes ist fehlgeschlagen. Vasco, benimm dich. Boah, die Blitze, Alter. Die Blitze. Stimmt. Neon bekommt ja Strom, indem Blitze irgendwie abgefangen werden. Auf jeden Fall nachhaltig. Kann man nichts sagen, ne? Gut, schauen wir es uns mal an. Dann kommt die Sonderfolge in der nächsten Folge. Die wird nämlich sein, wir werden die Planeten, die auf dem Weg liegen, uns angucken und auf irgendeinem einen Außenposten errichten. Die Folgen kommen aber dann Da vorne zusätzlich. ist eine Art Kontrollpunkt. Vermutlich so konzipiert, dass er einem die Credits direkt aus der Tasche zieht. Das klingt ja sehr nice, Sarah. Genau, aktuell kommt ja jeden zweiten Tag eine Folge. Ich habe jetzt aber, oh, lass mich überlegen, ich glaube aktuell schon 5 Videos noch hochgeladen auf YouTube, die noch nicht öffentlich sind. Und ich habe noch 4 in der Pipeline. Das heißt, ich bin schon bei 9. 9 im Voraus. Alle 2 Tage sind 18 Tage Vorlauf. Und ich werde jetzt auch noch fleißig weiter aufnehmen, weil ich in eine kleine Sucht geraten bin. Ja, dementsprechend machen wir ein paar Sonderfolgen, dass wir so Sachen, ich weiß nicht, den einen oder anderen, der zuschaut, dem wird vielleicht Basenbau überhaupt gar nicht interessieren. Der kann dann einfach die Folgen skippen. Also die kommen dann an dem Tag, wo eigentlich gar keine Folge kommen würde. Da mache ich, lade ich das und das hoch. Habe ich mir so überlegt, glaube ich. Müssen wir mal schauen, aber ich denke. Auf jeden Fall kommen jede Menge Folgen. So oder so. Siehst du den Schleier, der über Neon liegt? Ja, das hast du mir Neon ist die erklärt. einzige Stadt in Das den weiß ich doch besiedelten schon, Silver. Systemen, die ihren Strom aus Blitzen bezieht. Frank Rennick macht einen Wirbel, weil jemand seinen Roboter angesprüht hat. Aha. Haben uns auf der Station prächtig darüber Ja, amüsiert. das glaube ich. Mach mir bloß nicht das Leben schwer. Ich mache dir doch nicht das Leben schwer, warum sollte ich? Sarah? Sarah? Ach da. Ich bin in so einer dunklen Ecke gar nicht gesehen. Gut, dann lass uns mal das Geld aus der Tasche ziehen. Okay. Keine Bewegung, Mister! Was zur Hölle soll das? Tu nicht so. Die Detektoren haben das Aurora, das du bei dir hast, sofort erfasst. Steh schön langsam auf und dreh dich um. Wenn du fliehst, schießen wir. Wir sind aber knallhart hier drauf. Einfach in den Rücken geschossen. Wenn du Unsinn machst. Was war der Plan, Nashor? Aurora nach Aquila City oder New Atlantis schmuggeln?
Nein. Hab bloß vergessen, dass ich es dabei hatte. Ach, war keine Absicht. Diese Ausreden. Kommt schon. Können wir uns nicht einigen? Ich zahle euch die übliche... Nicht wir machen die Regeln, sondern Verwalter Bayou. Und jetzt halt die Klappe und fang an zu laufen. Los, Bewegung! Gut, ich nehme an, wir sollten nicht mit... Oh, wir können mit ihm sprechen. Nicht mit Drogen erwischt werden. Was steht da? Terminal. Oh, Gottes Willen. So. Ma'am? Wir haben hier nicht umsonst Regeln. Halt dich dran, dann verstehen wir uns. Na klar, Sophie. Bist du neu hier? Ja. Dann solltest du dich mit unseren Regeln und Vorschriften zum Transport von Aurora vertraut machen. Du willst doch sicher nicht wie Nesha enden, natürlich oder? Nicht. Ich nehme an, du kannst mir die Regeln kurz erklären. Natürlich. Und es wäre zu deinem Besten, wenn du mir genau zuhörst. Ich spitze die Lauscher. Erst einmal ist der interplanetare Transport von Aurora streng verboten. Wer die Substanz hier transportiert, muss mit einer Verhaftung, einem Bußgeld und einer Inhaftierung rechnen. Aus medizinischen Gründen. Du kannst mir nicht vorschreiben, was ich transportieren darf und was nicht. Ich kann es in der Stadt legal mitführen. Ich will wissen, was passiert, aber ich brauche es aus medizinischen Gründen. Auf meiner Liste der Ausreden zum Transport von Aurora kommt das direkt hinter. Ich hatte vergessen, dass ich es dabei habe und das gehört eigentlich einem Freund. Eine weitere Vorschrift, die du kennen solltest. Der Erwerb von Aurora ist nur in der Astral Lounge möglich. Es irgendwo anders oder bei einem Straßenhändler zu kaufen ist illegal. Das bringt dir eine Verhaftung, ein Bußgeld und eine Gefängnisstrafe ein. Verstanden. Perfekt. Gut, das wäre alles. Falls du noch Fragen hast, sag Bescheid. Andernfalls rate ich dir, sauber zu bleiben und weiterzugehen. Wie kommt es, dass ein Schelm wie Aurora in Neon legal gekauft und eingenommen werden kann? Aurora ist das wichtigste Produkt von Xenofresh Fisheries. Der Firma, die ursprünglich das gegründet hat, was man heute Neon nennt. Von Xenofresh gesponserten klinischen Studien zufolge hat Aurora keine langfristigen negativen Auswirkungen. Ach ja. Daher wurde es zur Anwendung freigegeben. Und bevor du fragst, das Freestar Collective hat es auch freigegeben. Solange Aurora innerhalb der Stadtgrenzen bleibt. Nicht so interessant. Warum wurde ich beim Eintritt in die Umlaufbahn von Freestar-Schiffen gescannt? Woli Alpha hat eine Sondervereinbarung mit dem Freestar Collective. Ihre Schiffe dürfen auf den Raumwegen patrouillieren und Neon Security wahrt den Frieden in Neon selbst. Die einzige Ausnahme ist der Freestar Ranger Außenposten in der Stadt. Allerdings arbeitet Ranger Price mit uns zusammen. Verstehe. Wie kommst du, dass du auf diesem miesen Posten gelandet bist? Mies? Was redest du denn da? Neben der Arbeit in der Astral Lounge ist das einer der sichersten Jobs, die man hier kriegen kann. Okay. Hast du eine Ahnung, wie viele Leute von Neon Security abgewiesen werden? Wahrscheinlich die halbe Plattform. Nein, ich gehöre zu den Glücklichen. Nach einiger Zeit in Appside verstehst du, was ich meine. Okay. Was ist Appside? Neons schlimmster Teil. Im Grunde der äußere Perimeter der gesamten Plattform. Da erwarten dich Armut, Drogenhändler, zwielichtiges Pack und Gangs. Wenn du deinen Besuch genießen möchtest, bleib in den sicheren Stadtteilen. Verstehe. Na gut. Geh weiter. Ist klar, ist ja gut, Alter. Die ist aber ganz schön gut. Server, dir hat das nicht gefallen, dass ich Drogen aus medizinischen Gründen nehmen muss? Sei doch nicht so. Okay, reicht. Muss jetzt aber nicht schmollen. Komm bitte, Sarah. War ja nur ein Spaß mit den Drogen. Wir nehmen hier keine Drogen. Darf ich das Wort Drogen sagen, oder? Ich will hier direkt Ärger mit YouTube. Hallo, Sarah. Sarah, bitte. Ich hab dich ja wirklich gern, ne? Aber manchmal benimmst du dich einfach wie ein kleines Kind. Ständig bleibst du draußen stehen. Na, da ist er.
Willst du deine Instinkte herausfordern und deine Business Skills schärfen? Hübsch, hübsch, hübsch. Eugene stellt die klügsten und besten Köpfe von heute für morgen ein. Aha. Das ist ja interessant. Ah, da habe ich mich schon beworben. Naja. Bewirb dich ganz einfach am nächsten Automaten. Ach, da ist Sarah. Gut, Sarah, wo müssen wir hin? Wir wollen hier nochmal kurz ins Hotel mit Captain Schnürschuh sprechen. Wenn schon so viele Schilder den Weg zur Astral Lounge weisen, sollten wir sie wohl besuchen. Willkommen im Hotel Voli. Nur zu Erkundungszwecken, versteht sich. Sag mal. Hat dir das nicht vorhin noch missfallen mit den Drogen und so? Und jetzt willst du da. Ne? Okay. Oh, was sind wir denn hier? Auftragsbörse, okay, gar nichts. Das ist eine Menge. Achso, ja, ich habe kein Kopfgeld. Alles klar. Dann wollen wir mal mit der Dame hier sprechen. Willkommen im Hotel Voli. Ja, hallo. Willkommen im Hotel Voli. Möchtest du ein Zimmer buchen? Nö, eigentlich nicht. Du wirst angenehm überrascht sein, dass unsere Luxusunterbringungen einen äußerst vernünftigen Preis haben. Was bedeutet denn äußerst vernünftig? Was für eine Luxusunterbringung hat das Hotel zu bieten? Wir haben edel ausgestattete, geräumige Suiten mit fantastischen Annehmlichkeiten. Das klingt doch nach meinem Geschmack. Und das Beste, da jedes Zimmer mit einem verschlüsselten Passwort gesichert ist, kannst du nachts ruhig schlafen. Das ist das Mindeste, oder? Wir sind hier in Neo und es gibt immer einen Haken. Nein, kein Haken. Okay. Mein Hotel ist frei von jeglichem Verwaltungseinfluss. Du kannst dir also sicher sein, den besten Gegenwert für deine Credits zu erhalten. Das klingt doch ganz gut. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier so ein Geschäft gibt. Kannst du nicht vom Glück reden? Es muss ein Wunder gebraucht haben, um das einzurichten. Verwaltungseinfluss? Was meinst du damit? Fast jedes Unternehmen in Neon muss irrsinnige Gebühren und Steuern bezahlen. Okay. Sie behaupten, es läge daran, dass Neon eine derart erstklassige Lage in der Nähe von Ryujin und allen anderen Megakonzernen hat. Mhm. Aber ich glaube, wir beide wissen, dass das nicht stimmt. Mhm. Sie müssen ein Wunder gebraucht haben, um das einzurichten. Kein Wunder, nur altmodischer Einfallsreichtum. Mhm. Aber das ist eine andere Geschichte. Würde ich aber gerne hören. Also, möchtest du ein Zimmer buchen? Ja, ich brauche ein Zimmer. Mieten hier viele Leute ein Zimmer? Ich habe eine Lieferung. Red Harvest Reserve Whiskey für Nathan Ovadia. Und seiner Tochter. Willst du mir verraten, wie du es geschafft hast, das System zu schlagen? Vielleicht weihe ich dich ein, wenn du ein paar Nächte lang ein Zimmer gebucht hast. Aber erstmal behalte ich es für mich. Die will mich doch nur damit reinlocken. Ich muss erstmal sehen, ob ich dir vertrauen kann. Das verstehst du bestimmt. Ich glaube, die verarscht mich. Was würde das denn kosten? Ich habe was mit deinem Namen drauf. Wie lange hast du vor zu bleiben? Jetzt bin ich aber gespannt. Eine Nacht. 300 Credits, 2000 für eine Woche. Ja. Sag Bescheid, wenn ich dir bei deinem Besuch helfen kann. Schön, dich zu sehen. Ich habe eine Lieferung Red Harvest Resort Whiskey für Nathan Wadia von seiner Tochter. Oh, wie nett. Mhm. Seine Tochter muss in Spendierlaune sein, wenn sie ihm so etwas Schönes schickt. Das denke ich auch. Mr. Ovadia ist auf seinem Zimmer auf Ebene 3. Ich werde ihm Bescheid geben, dass Besuch kommt. Sehr gut. Hier ist der Fahrstuhl. Ja. Bitte. Weißt du was? Bleib einfach unten. Ich mach das ganz kurz. Kann nicht lang dauern. Neon kann man sich auf vielerlei Weise ablenken. Wie macht sie das immer? Ich erwarte also, dass du dich benimmst. Wie schleichst du dich immer in den Fahrstuhl? Du standst eben noch draußen. Ach so, okay. Die ganze Ebene hat nur ein Hotelzimmer. Speichern. Los, bringen wir es hinter uns. Hey, bleib doch mal ein bisschen gechillt. Vielleicht möchte ich dich erstmal noch ein bisschen beklauen oder so. Ein Spaß. Red Harvest Reserve? Mhm. Der ist dann wohl von meiner Tochter. Sie weiß, wie sie meine Aufmerksamkeit bekommt. Korrekt. Okay, also, du arbeitest für sie?
Sie glaubt, das wäre genug, um zwischen uns alles ins Lot zu bringen? Hier brennt nur was aus und jetzt ruiniere ich dein Leben wie du. Rief. Ach, ich kann den Namen nicht aussprechen. Ruinier just. Überzeugen. Oh, das Überzeugen-Game. Wir probieren es mal. War ja klar. Ich hätte nicht so blind sein dürfen. Du hast keine Ahnung, was du tust. Hm. Sag mir auf der Stelle, wo sie ist. Warum habe ich keine Meine Ahnung? Meine eigene Tochter greift mich zu Hause an, stiehlt mir mein Raumschiff und verzieht sich dann irgendwo hin. Mhm. Und du glaubst, das ließe sich durch ein bisschen Palaver einfach aus der Welt schaffen? Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Sehr blöd, keine Ahnung. Whisky geben, bitte eine Whisky. Er würde dir viel bedeuten. Hm. Meine Tochter kennt mich gut. Mhm. Vielleicht meint sie es ja ernst. Genau. Die meint es todernst. Rivka ist todkrank und sie lässt sich nicht behandeln, weil sie Angst hat, du könntest sie finden. Sie würde wegen mir ihr eigenes Leben riskieren? Das bringt mich in ein Dilemma. Korrekt. Sie muss die Konsequenzen tragen, aber ich will nicht, dass sie stirbt. Gut, dann werden wir uns bestimmt einig. Schön. Dass du langsam meinen Standpunkt ab das Belinda. Oh, ja. Belinda hätte das doch sicher nicht gewollt, oder? Belinda, sie fehlt mir so sehr. Nein, du hast recht. Sie wäre von mir entsetzt. Mhm. Ich beschmutze ihr Andenken durch meine Taten. Mhm. Okay. Ah. Wir finden bestimmt eine Einigung, wenn du mir zuhörst. Komm schon, das schaffen wir, oder? Du irrst dich. Tut mir leid, meine Entscheidung steht fest. Ich rufe jetzt die Security, die werden sich um dich kümmern. Doch gar nichts gemacht. Außer, wenn du mir sagst, wo sie ist, lasse ich dich ungeschoren davonkommen. Was für Anklagen? Keine Security. Alle Anklagen gegen dich werden fallen gelassen. Verflucht. Ich bringe ihn doch nicht jetzt einfach um, oder? Verfluchte Scheiße. Ich würde ihn eigentlich schon gerne überzeugen. Anstatt ihn jetzt fertig zu machen. Ruf ruhig die Security, ich werde sie nicht verpfeifen. Glaub mir, sie sind schon unterwegs. Du gehst besser, bevor die Sache noch hässlich wird. Es ist nicht deine Schuld. Hm. Nathan weigert sich, Vernunft anzunehmen. Ich bin stolz, dass du standhaft geblieben bist. Danke, Sarah. Du kleiner Lappen. Kann ich dich hier noch mal ein bisschen ausrauben? Habt ihr die Security? Was ist das für ein seltsames Zimmer? Die Dusche ist aber ganz hübsch. Sorry, wir gehen. Okay, mach wieder deinen Fahrstuhltrick, bitte. Aha, ich wusste es. Sei nicht dumm, halt, sofort! Jo, ganz ruhig. Halt, stehen bleiben, du bist verhaftet! Okay. Keine Sorge, ich mach keinen Ärger. Du bist wohl klüger, als du aussiehst. Ja. Das war erniedrigend. Bitte nie wieder. Ja, da kann ich doch jetzt aber nichts für. Jetzt guck nicht so grimmig. Ja, was gibt's? Ist mir recht. Ja gut, das haben wir alles schon besprochen. Halten uns später. Na gut. Oh. Warte mal, ist hier nicht irgendwo auch Karl-Heinz? Wo ist...
Ich könnte hier brutal stehlen. Na, aber das machen wir wann anders. Wir haben aktuell andere Pläne. Wo finde ich denn Kollege Schnürschuh? Heißt das, ich soll meinen ganzen Alkohol zurück nach New Atlantis bringen? Genau. Jede einzelne Kiste. Okay, Schluss mit dem Unsinn. Das hat damit zu tun, dass ich Bayus lächerliche Gebühr nicht bezahlt habe, oder? Tevin Anastas hatte etwas Ärger. Kleiner Rat von mir. Lass dich da nicht mit reinziehen. Wenn ich die Ware nicht ausliefere, verliere ich tausende Credits. Nicht mein Problem. Verschwinde. So, wo ist denn hier der Tevin? Warte mal, da drüben irgendwo. Ich bin beschäftigt, klar? Ja, ist okay. Entschuldigung, bitte. Ma'am, kann ich Ihnen unauffällig folgen? Du musst auf diesem Planeten keinen Helm tragen. Das weißt du schon, oder? Ich hab keinen Helm auf. Entschuldigung, bitte. Na gut, wir haben das verkackt. Wir haben das verkackt mit der Mission. Wir konnten ihn nicht überreden. Ah, oh. Ich könnte mich aber hier noch direkt mal vorstellen. Wenn wir schon mal hier sind, das ist ja vielleicht eine Option, ne? Vielleicht kriege ich ja den Job. Obwohl, ah ne, das heben wir jetzt auf. Ich komme hier immer vom einen ins Hundertste und vom Hundertsten ins Tausendste. Es gibt einfach so viel zu tun hier in Starfield. Wir machen Folgendes. Wir nehmen uns die Mission, die wir ursprünglich vorhatten, uns zu nehmen. Hier, Mantis. So. Ne, das ist doch die genau geheime Außenposten. Perfekt. Den Kunden Zufriedenheitsumfrage. Arbeitest du auf den nächsten technologischen Sprung hin? Geht da hoch. Wir wollen aber noch mal ganz kurz hier ein bisschen uns rumschauen. Oh, hier ist die Mining Lounge. Da wollen wir mal ganz kurz reinschauen. Was da so abgeht. Wir hatten der Astral Lounge einen Besuch ab. Das versteht sich von selbst, oder? Warum will man Mining-Ausrüstung auf einem Ozeanplaneten verkaufen? Sei ganz gegrüßt. Genau. Unglaublich, dass hier was gibt's. Ist. In ein paar Monaten wird dieser Loser zusammenpacken. Jetzt sei doch nicht so gemein. Sehen wir uns um. Vielleicht finden wir ja irgendwas. Ja klar. Wenn du deine Credits verschwenden willst, nur zu. Warum hast du eine Plastiktüte um? Als T-Shirt. Als Tankjob. Was mit dir? Seltsame Mode. Schön, dass du vorbeischaust. Was geht? Willkommen, willkommen. Ich habe schon lange kein neues Gesicht mehr gesehen. An diesem Standort überrascht mich das. Als ich diese Gebäude zum ersten Mal sah, dachte ich das auch. Anfangs hatte ich große Ziele. Ich wollte ein Mining-Zubehör-Imperium auf Voli gründen. Aber jetzt stehe ich hier mit leeren Taschen. Oh. Und mein Geschäft steht kurz vor der Schließung. Das ist aber nicht gut. Ein sehr trauriger Tag. Vielleicht kann ich helfen. Was passiert, wenn du keine Hilfe bekommst? Ich weiß es nicht. Ich wäre wohl Neon ausgeliefert. Noch ein gescheiterter Träumer, der durch die Straßen zieht und in einer Sleep Crate lebt. Sleep Crate, okay. Vielleicht kann ich helfen. Das wäre fantastisch. Aber ich möchte dir nicht zur Last fallen. Kommt drauf an, worum es geht, ne? Was meinst du, warum das Geschäft nicht läuft? Ich höre, was die Leute auf der Straße sagen. Sie halten mich für verrückt, weil ich ein Mining-Geschäft auf einer Ozeanwelt eröffnet habe. Ach so, ja. Ich wollte viel, viel höher hinaus. Gut. Und Weltraumreisende anlocken, die auf ihren Schirfmissionen das Voli-System durchqueren. Ich war so dumm anzunehmen, dass ich den Markt für Mining-Zubehör und Rohmaterialien ohne solides Fundament erobern könnte. Und dafür habe ich bezahlt. Der Plan, auf einem komplett flüssigen Planeten ein Mining-Geschäft aufzumachen, ist in der Tat etwas seltsam. Ich weiß nicht, ob das der beste Geschäftsplan ist. Aber okay.
Kann ich denn irgendwas tun, um dir zu helfen und dein Geschäft zu retten? Das würdest du für einen wildfremden Menschen tun? Danke. Hier kommt's auf an, was? Vielen Dank. Ich habe eine Idee, die hoffentlich viel Interesse an meiner Firma generieren kann. Und du warst das letzte noch fehlende Puzzleteil. Aha. Wenn du diese Flyer zu anderen Händlern in Neon bringst, verstehen sie besser, wie wir alle von der Gruppe profitieren können. Kannst du mir mehr über den Plan zur Rettung deines Geschäfts erzählen? In Neon bleiben viele unter sich. Sicher der Grund für mein Scheitern. James Newell und seine Freunde von der Händlerallianz sind auf der richtigen Spur. Aber sie beschweren sich nur, statt was zu lösen. Wir müssen zusammenstehen und uns gegenseitig helfen. Wenn einer von uns fällt, können die anderen ihm helfen, sich wieder aus dem Staub zu erheben. Wir könnten Leute zu den Geschäften der anderen schicken und vielleicht sogar gemeinsam Werbung machen. Das würde allen helfen. Jo, klingt recht simpel. Wunderbar. Einfach wunderbar. Du hast ja keine Ahnung, was mir für ein Stein vom Herzen fällt. Ich danke dir für deine Hilfe. Falls ich noch etwas für dich tun kann, sag bitte Bescheid. Mach ich. Zeig uns doch mal deine Waren. Aber sicher doch. Was hat denn der gute Mann? Wir schauen uns mal alles an. Oh, das brauchen wir aber nicht. Aluminium. Antimon. Interessant. Katte. Gold, Kobalt. Lichtbogenschweißer. Wolfram, okay. Oh, warte mal. Ich hasse das. Wenn man Rechtsklick hier drauf macht, um den Anzug zu drehen, dann kauft man den immer direkt. Was habe ich denn gekauft jetzt? Rucksäcke, ne? Weg damit. Okay. Gut. Also hier kriege ich vielleicht ein paar... Ich wünsche dir einen ganz fantastischen Tag. Ja, danke. Das wünsche ich dir auch, mein Friend. Ich interessiere mich für Mining-Werkzeug, aber ich bräuchte einen Nachlass. Tut mir leid. Die Preise sind in Stein gemeißelt. Ich kann dir keinen Rabatt geben. Ach komm schon, Mann. Wo soll ich denn auf Voli Alpha was schürfen? Das ist alles nur mehr. Ich zahle dir 50%, mehr nicht. Damit kommst du noch gut weg. Dir rennen die Kunden ja nicht gerade die Bude ein. Nein, keine Chance. Du zahlst den gleichen Preis wie alle anderen. Puh, wie du willst. Ja, das wird wohl so nichts, mein Friend. Wir haben jetzt ein paar coole Bilder hier hängen. Mining. Leak oder Launch? Ist das Leak, oder? Deswegen wollte ich hier rein, weil ich dachte, das wäre diese Launch. Hier ist die Trade. Dingsbums. Okay. Wo ist denn hier dieser tolle Schuppen, Server? Apartments. Juri Kutz. Wo ist denn dieser Bumsladen? Was ist das hier? Das ist Ryujin Industries. Verstehe. Server, wir sind hier falsch. Ich würde gerne mal in den Schuppen gehen, den du gerne möchtest, aber ich kann ihn nicht sehen, Server. Was haben wir hier? Neon Tactical. Oh, hello. Bitte neu formulieren. Doch, keine Angst, den verstehst du schon. Was hast du denn im Angebot? Wenn du etwas kaufen willst, sieh dich ruhig um. Aber ich behalte dich im Auge. Du hast ja auch nur ein Auge. Was befürchtest du denn, was ich tun könnte? Keine Ahnung. Oh. Sachen einstecken und abhauen? Mich ausrauben? Mir in den Kopf schießen? Na klar. In Neon überlebt man nur, wenn man keine Risiken eingeht.
Verstehe, verstehe. Das ist eine tolle Art, potenzielle Kundschaft zu behandeln. Mein Laden, meine Regeln. Aha. Wenn dir das nicht passt, rede mit Styx. Er leitet unsere Beschwerdeabteilung. Oh. Gut. Ich mach dir keinen Ärger. Ich will nur ein paar Credits ausgeben. Schon besser. Weißt du, ich bin's unendlich leid, dass die Leute Styx behandeln wie so eine Attraktion in einer Freakshow. Ich meine, guck dir die Graffitis auf seinem Chassis an. Wenn ich den Pisser finde, der das war, lasse ich ihn sowas von die Reinigung bezahlen. Ja. Warum machen die Leute dir wegen Styx das Leben schwer? Ich weiß, es ist schwer zu glauben, aber dank meiner schillernden Persönlichkeit finde ich nicht so leicht Freunde. Oh, und das will ich. Ich unterhalte mich also sehr oft mit Styx und Model A-Roboter sind nicht sonderlich gut auf Smalltalk programmiert. Kurz gesagt, ich rede mit einer Maschine und wirke, als wäre ich verrückt. Scheiße. Vielleicht bin ich's auch. Wenn du möchtest, könnte ich die Person suchen, die Styx verunstaltet hat. Ehrlich? Okay. Hab dich wohl falsch eingeschätzt. Mhm, hast du wohl. Warum würde jemand einen Roboter mit Graffiti besprühen? Machen wir uns nichts vor. Ich werde nie einen Beliebtheitswettbewerb gewinnen. Und damit kann ich sehr gut leben. Mhm. Aber jetzt geht es zu weit. Jetzt ist es persönlich. Ich lasse nicht zu, dass jemand meinen einzigen Freund tyrannisiert. Der Junge ist schon ein bisschen verrückt. So einen Angriff kann ich nicht einfach ungeahndet lassen. Schön, dass du Styx nicht nur als Gegenstand ansiehst. Natürlich nicht. Der Mistkerl, der das meinem Kumpel angetan hat, nennt sich Warlord. Mhm. Du findest ihn wahrscheinlich in Euphorica. Jagt dem Pisser Angst ein. Dann wissen alle Freaks in Abside, dass man sich mit mir und Styx nicht anlegt. Okay. Warum hat dieser Warlord das auf dich abgesehen? Warlord gehört zu den Disciples. Einer der Straßengangs, die sagen, Abside gehört ihnen. Vor ein paar Jahren wollte die Gang hier einbrechen und mich ausrauben. Aber Styx hat einen von ihnen erledigt und einen zweiten zu Reliant geschickt. Seitdem tyrannisieren er und seine Kumpel mich. Hauptsächlich verjagen sie meine Kunden und stehlen meine Lieferungen. Warlord will sich immer noch an mir rächen. Und er hätte es fast geschafft, als er Styx irgendwie deaktiviert und mit Farbe besprüht hat. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er an Styx vorbeikommt und mich kalt macht. Okay. Wie haben du uns Styx denn zusammengefunden? Vor ein paar Jahren hat so ein Typ bei mir massig Schulden gemacht. Tausende von Credits. Aber immerhin hat er regelmäßig Raten abgestottert. Irgendwann kam aber nichts mehr. Weil er sich nämlich mit einem Aurora-Dealer angelegt hatte. Und von der oberen Plattform gefallen ist. Mhm. Weil ich nachweisen konnte, dass er Schulden bei mir hatte, überließ mir die Stadt sein Eigentum. Oh. Einen Lagercontainer. Und was war da wohl drin? Mhm. Ich habe ein paar Monate gebraucht, um die Teile zu finden, aber ich finde, ich habe Styx ganz gut hingekriegt. Okay. Was ist mit deinem Auge? Ist kein großes Geheimnis. Ich habe es als Freestar-Soldat im Koloniekrieg verloren. Okay. Ich war Fußsoldat, Infanterist im Nahkampf. Lief auch ziemlich gut. Bis irgendwann eine EM-Waffe unseren Transporter erwischt hat. Sie haben mich zwar aus dem Wrack gezogen, aber eben ohne Auge. Ich hatte noch Glück. Die meisten Soldaten sind bei dem Absturz gestorben. Hm. Gut, lass mich mal sehen, was du meinst. Wenn du die Credits hast, habe ich, was du brauchst. Ich bin gespannt. Munition vor allen Dingen wäre ganz praktisch. Gehen wir mal richtig rein. Da gehen wir auch richtig rein. So, was hat er denn für Waffen?
Hutflinte ist das? Was wie eine Pistole? Hutflinte. Leck mich doch, weil ich aus Versehen auf diesem Ding wieder war. Doch. Ziemlich cool. Das ist auch ein Schweinegeld. Ist aber auch nicht schlecht. Feuerrate 20, die ist ganz 12. Ein 12er Magazin, was hat die? Feuerrate 60, ja, das ist schon ziemlich krass. Sonst 19. Ja. Da könnten wir hier verkaufen. Ich hätte nämlich auch nur 2 Schuss, das ist ziemlich ätzend. Verkaufen die mal. Ich glaube, wir kaufen die. Was cut. Na scheiß drauf, wir kaufen die. Und dann können wir nämlich gleich noch Hillenlos kaufen, ne? Munition. Hillenlos. Ne, was brauchen wir für die? Warte. Waffen. Ja, den Cutter haben wir. Die hier können wir. Naja, 0,45, 1,55. 0,43 Ultramag. Boom, boom. Patrone Hillenlos. Einfach nur Patrone Hillenlos. Bedien dich. Ja, wir geben mal ordentlich Geld aus. Gut. Hast du manchmal Albträume, Styx? Vom Krieg? Hast du kurz Zeit? Ich verstehe Ihre Frage. Ich würde gerne mit dir reden. Bitte. Ich muss eine wichtige persönliche Entscheidung treffen. Aber vorher muss ich mit dir reden. Was denn los? Ja, wenn es dir mit deiner Entscheidung hilft, höre ich dir gerne zu. Puh, danke. Also, wo soll ich anfangen? Bevor ich beim Navigator Corps war, war ich Berufssoldatin bei der Navy der United Colonies. Als der Koloniekrieg ausbrach, war ich Chefnavigatorin auf einem Kriegsschiff, der Dauntless. Chefnavigatoren, das klingt doch nicht übel. Ich dachte mir schon bei unserer ersten Begegnung, dass du das Militär im Blut hast. Das ist schon fast Captain, oder? Ich war Nummer 3 in der Befehlskette, was für die Geschichte wichtig ist. Es gab eine besonders blutige Schlacht über einer Welt im Eta-Cassiopeia-System. Das schlimmste Gefecht, das ich je erlebt hatte. Wir haben an dem Tag 12 Schiffe verloren. Auch meines. Wenn das zu belastend für dich ist, müssen wir nicht weiterreden. Nein. Es ist wichtig. Ich muss dir das erzählen. Okay, dann hau mal raus. Das Schiff war kaum noch intakt. Der Captain und der erste Offizier waren tot. Ich hatte also den Befehl. Ein kluger Captain hätte der Crew befohlen, das Schiff aufzugeben. Aber ich war so wütend. Okay. Ich wollte bleiben. Ich musste kämpfen. Ich weiß nicht, was ich getan hätte. Tja, den Luxus der Unentschlossenheit konnte ich mir nicht leisten. Wir kämpften stundenlang. Aber schließlich mussten wir das Schiff aufgeben.
Ich schickte die Crew ins Rettungsshuttle. Ich sah zu spät, dass es beschädigt war. Ich hörte sie noch über Funk schreien. Ja gut, das ist ja nicht deine Schuld. Die Verbindung getrennt. Und ich musste zusehen, wie sie hilflos auf die Planetenoberfläche zurasten. Ich konnte nichts tun. Tut mir leid, dass du das erlebt hast. Ich? Tut dir leid? Wäre ich nicht so stur gewesen, so versessen darauf, mich zu beweisen. Hätte meine Crew mehr Zeit gehabt, zu entkommen. Das klingt nicht, als wäre irgendwas daran dein Fehler gewesen. Die Crew wusste von, wo sie auch lässt. Tja, was haben deine Vorgesetzten zu deiner Entscheidung gesagt? Meine Vorgesetzten? Als sich der Staub gelegt hatte, gaben die United Colonies mir eine Medaille. Ist das zu fassen? Ich hatte nie die Gelegenheit, das Wrack zu finden und meine Crew ordentlich zu bestatten. Wie bist du von der Dauntless gekommen? Ich habe das gesamte Schiff nach Verwundeten abgesucht und dann das andere Rettungsshuttle genommen. Sonst wäre ich gestorben. Die Dauntless ist wenige Minuten später zerbrochen. Zumindest lebst du noch und kannst ihr Andenken ehren. Stimmt. Aber das ändert nichts am eigentlichen Problem. Was da wäre? Du hast mal gesagt, dass man manche Schlachten nicht gewinnen kann, so sehr man auch kämpft. Den Rat hätte ich früher hören sollen. Verstehst du nicht? Alles, was ich tue, alles, was ich anfasse, zerfällt irgendwie. Deswegen habe ich Angst um uns. So leicht wirst du mich nicht los. Keine Sorge, ich bin für dich da, immer. Ja. Nach allem, was du gehört hast, glaubst du immer noch an mich? Na klar. Ich war noch nie jemandem so wichtig. Nicht einmal Aja. Ich werde niemals aufhören, an dich zu glauben, Sarah. Das hoffe ich sehr. Ich kann im Moment nicht noch mehr dazu sagen. Danke, dass du mir zugehört hast, als ich ganz dringend jemanden gebraucht habe. Das werde ich dir nie vergessen. Gar kein Problem, Sarah. Wir werden heiraten, 20 Kinder kriegen oder so ähnlich. Vielleicht adoptieren wir auch nur ein paar Roboter, so wie ihn, und kriegen keine Kinder. Manchmal stücks frage ich mich, wie mein Leben wäre, wenn ich anders abgebogen wäre. Ja. Wenn die Münze meines Lebens Kopf gezeigt hätte. Das ist eine gute Frage. Ich verstehe Ihre Frage leider nicht. Ach du Heiliger. Bitte neu formulieren. Ja, ist ja wirklich überhaupt nicht gut auf... Du hast schon recht. Auf, ich hätte es trotzdem verbockt. Auf Konversation programmiert. Vom Krieg. Oh, bitte nicht. Ich verstehe Ihre Frage leider nicht. Oh, bitte nicht. Er ist verrückt. Bitte neu formulieren. Der Typ ist verrückt. Ich verstehe dich schon. Du willst es einfach vergessen. Wollen hilft da nur leider nichts. Ich verstehe Ihre Frage leider nicht. Bitte neu formulieren. Das versteht niemand, du blöde Blechbüchse. Und das ist das Problem. Alles klar. Er redet einfach die ganze Zeit mit sich selbst. Und denkt, er redet mit dem Roboter. Entschuldigung. Haben Sie eine junge, blonde, hübsche Frau irgendwo gesehen? Ma'am? Sie? Hallo? Hey. Server? Cool. Ist einfach weg. Ja, ich hab mich verlassen. Okay. Na gut. War schön mit dir, Server. Waffe wegstecken. Sorry, war ich nicht.
Ah, da bist du ja. Sarah, wo warst du denn? Ich habe mir Sorgen gemacht um dich. Oh. Ach so, hatte ich ihn gefragt, was er hat? Ja, hatte ich. Ich habe eine Waffe gekauft. Ah, Gott, ich bin schon wieder völlig raus, völlig irritiert. Und wurde schon wieder völlig abgelenkt. Hier müssen wir mal einen Favoriten zu wenden. War der 6. So, wie viel Schuss haben wir? 300, 58, 14. Oh, okay. Das wird ja wohl reichen. So, Sarah, wo ist denn jetzt dieser Schuppen, wo wir mal reingehen wollten? Edelfisch, Goldbank, Roly Hotel. Terrorbrawl Coffee. Ich habe gehört, Borealis, der DJ, weißt du, ist total mies drauf, weil sie was Wichtiges verloren hat. Okay. Vielleicht rede ich mal mit dir, wenn ich sie sehe. Wäre Benjamin Bayous Ego so brennbar wie Helium 3, könnte er genug Treibstoff für alle Schiffe in den besiedelten Systemen liefern. Verstehe, verstehe, verstehe. Sarah, du wolltest in die Astral Lounge? Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, um dich hierhin auszuführen. Zieh dir deinen feinsten Zwirbel an. Vorsicht, wenn du auf diese Ekliptik-Pisser triffst. Die führen sich wie die Könige der besiedelten Systeme auf. Und sie nutzen alte, verlassene Anlagen gerne als Außenposten. Okay, okay, okay. Weißt schon, die aus dem Koloniekrieg. Mhm, verstehe. Sarah, wir gehen ein Trinken. Angeblich hat Benjamin Bayou ein privates Penthouse ganz oben im Turm. Die Aussicht muss absolut atemberaubend sein. Tja, vielleicht können wir uns da irgendwie hochschleichen. Das Syndikat ist zurzeit ziemlich dreist. Wird schon wieder. Und geht's hier hin? Keine Lust, mich Ebene wählen. Können wir da hoch? Gucken wir gleich. Sarah, wir trinken uns erstmal einen an und dann gehen wir da hoch. Keine Sorge. Gleich, Sarah. Wir gehen erstmal dancen. Ein bisschen tanzen. Ein Trinken. Bleiben wir auf der Hauptplaza. Es sei denn, du willst nass werden. Inwiefern nass werden? Gut. Ihr habt ja interessante Outfits an. Was ist? Bleib locker. Mist. Gib nichts über Aurora, um mal abzuschalten. Ich habe Unmengen von Büchern und Videos. Arm? Dad? Was macht ihr denn hier? Ich verstehe das Problem nicht. Ist alles legal? Habt ihr euch einen reingeknallt hier? Habt ihr Drogen genommen, Mom, Dad? Entschuldigung? Tja, hallo? Was bitte macht ihr hier? Ich hätte dich hier nicht erwartet. Mhm, ich hätte euch hier auch nicht erwarten. Auf frischer Tat ertappt. Hahaha. Wenigstens hat einer von uns seinen Spaß. Deine Mutter hatte da was gefunden. Ein All-Inclusive-Paket für eine Urlaubsreise nach Neon. Es ist ein Ruhestandsgeschenk. Und, die Astral Lounge ist schließlich in aller Munde. Stimmt, ihr Ruf eilt ihr voraus. Und du musst zugeben, dass das Etablissement recht schick ist. Dad. Ich fühle mich wie im Film. Moment, was machst du denn hier? Ja, hier passiert nichts Gutes. Ich bin lang genug hier, um das zu wissen. Ja, gut. Perfekt. Ich habe meine Gründe. Nun, ich bin hier, um richtig die Sau rauszulassen. Ja. Tja, du bist erwachsen. Triffst deine eigenen Entscheidungen. Tun wir doch so, als wäre das nie passiert. Ja. Und das wäre vielleicht das Beste, Schatz. Okay. Perfekt. Ignorieren wir uns einfach. Sarah, du hast auch nichts gesehen. Ich habe so ein Wollen wir dancen? Gewissen. Wollen wir tanzen? Oh, wow. Krass. Ja, der Move war schon gar nicht so schlecht, Sarah. Hey, aber du bist doch ein bisschen steif in der Hüfte. Ja, wenn wir mit mir tanzen? Meinst du mich? Sie wollen mit mir tanzen? Hi!
Hi. Wahnsinnsparty, oder? Ja, voll Tutti Frutti. So, Sarah. Soll ich uns mal einen Drink spendieren? Was ist los? Mr. Oh. Gruppenspezialist. Ja? Wenn du jemanden brauchst, ich suche gerade Arbeit. Ich bin interessiert. Was kostet mich das? Ich verlange nur den gängigen Preis. Wer da wäre? 6000 Credits. Als Waffenspezialist. Ich glaube nicht, dass ich so viel zahlen sollte. Warum das denn? Ich weiß, dass du mir helfen würdest, wenn du könntest. Das führt doch zu nichts. Es muss doch einen Weg geben, wie wir beide als Sieger vorgehen. Versteh mich nicht falsch. Ich weiß, dass du mich nicht bescheißen willst oder so. Ich möchte dir ja helfen, aber... Es gibt doch keinen Grund für uns ein Problem zu haben, oder? Das kann ich nicht. Mehr geht bei mir nicht. Jetzt liegt's an dir. Ich bin so unfähig. Wollen wir ihn schon mal mitnehmen, so als kleinen Waffenspezialist? Aber aktuell haben wir eh keinen Platz frei, ne? So viel zahle ich nicht. Nein, dann muss ich wohl einen anderen Captain finden. Korrekt. Vielleicht sehen wir uns nochmal wieder. Server, ich gebe dir einen aus. Kann ich mal hier mit der Barkeeper-Tante sprechen? Du bist neu hier, ach, oder? Typ, Entschuldigung. Ich bin Boone Morgan, dein neuer bester Freund in Neon. Wenn du zum Trinken oder zum Musikhören hier bist, bin ich dein Mann. Und wenn du einen noch größeren Kick willst, wir haben auch reichlich Aurora im Angebot. Ja, das dachte ich mir schon. Ist Aurora nun illegal oder nicht? Nicht in der Astral Lounge, nein. Wir sind die einzige legale Aurora-Verkaufsstelle. Von Verwalter Bayou persönlich autorisiert. Verstehe. Und wenn du es gekauft hast, darfst du es überall in Neon konsumieren. Außer natürlich im Raumhafen. Okay, okay. Ich nehme keine Drogen. Nein, nein, nein. Drogen sind für Straßengangs und Junkies. Aurora ist etwas völlig anderes. Ich nenne es gerne ein exquisit gefertigtes, transzendentales Erlebnis. Das passt nur leider nicht auf die Packung. Das glaube ich. Die Karte. Es lässt sich natürlich nicht leugnen, dass Aurora nicht ganz billig ist, aber mal ehrlich, Vergnügen hat eben seinen Preis. Na, dann zeig dir mal die Karte. Wie man hier ein Penthouse kauft. Sag mal her. Erstmal einen Drink vielleicht? Sangria. Überzeugenschance. Kaufen wir mal. Aurora. Zeit wird 10 Sekunden lang um 40% verlangsamt. Interessant, interessant. Pinot Noir, ein Port, ein Riesling. Junge, die haben aber ja auch exquisites Essen. Naja. Ein anderes Mal vielleicht. Viel Spaß bei uns. Alles klar? Ist der Wahnsinn! Hi! Hi. Was ist denn hier aus? Moment. Der letzte Drink war wohl stärker als gedacht. Was sieht denn? Hast du vor zwei Drinks auch schon gesagt? Was sieht denn hier drinnen aus eigentlich? Ja. Das wäre der reinste Saustall hier in der Toilette. Heilige Mutter Maria Gottes. Du sagst es. Außerdem muss ich bei meinen Eltern morgen einigermaßen vorzeigbar aussehen. Ja, macht's gut, ihr beiden. Verzeihung? Ja. Verzeihung, in der Tat. So, Sarah, wollen wir uns hier oben mal hinsetzen? Was haben wir denn hier schön Aurora?
Ich mag ja so Poster in so Games zum Beispiel, die sehen teilweise echt cool aus. Hallo. Hallo, grüß dich. Oh Gott, schrecken die hier das Rohr rein raus oder was? VIP-Balkon. Sarah, wollen wir mal in den VIP-Bereich? Death only. Okay. Oh, interessant, interessant, interessant. Was haben wir denn hier? Oh, cool. Cool, cool, cool. Den Läppchen will ich nicht klauen, aber ich könnte mir das mal... Entschuldigung? Neon Security, du bist verhaftet. Das wollte ich jetzt aber nicht. Du kommst mit. Wir beschlagnahmen alle Schmuggelware und alles Diebesgut in deinem Besitz. Als wir hier übernachten wollen, könnten wir im Hotel Woli absteigen. Das hat einen guten Ruf. Oh. Ich wollte nicht verhaftet werden. Warum wird man denn hier sofort erwischt? Die konnten das doch gar nicht sehen. Da waren Wände zwischen und so. Ich bin maximal irritiert. Warte mal. Okay, wenn ich jetzt auf Schleichen gehe, ne? Sarah? Warte mal, Sarah? Ja? Warte kurz hier. Kein Problem. Bin gleich wieder da. Muss nur kurz ein bisschen klauen gehen. Speichern. Halt das im Namen des Gesetzes! Wie können die das sofort sehen, Alter? Okay, okay, okay. Laden. Seltsam. Warum können die das sofort sehen? Weil ich diesen Skill nicht freigeschaltet habe? Mal komm wieder mit. Hast du was für mich? Na, dann mal los. Geh du voran. Mach ich. Kurz die Skills. Oh, ich habe auch wieder einen Skillpunkt, sehe ich gerade. Hier. Ach, Dieb, deswegen. Eine Taschendiebstahlfertigkeit. Ja, Taschendiebstahl ist aber auf jeden Fall eine interessante Sache. Sozial. Ja. Könnten wir auch mal mitnehmen. ...40% erhöht. Aber Schilde sind immer gut, ne? Was können wir noch nehmen? Das ist eigentlich auch ganz cool. Das können wir aber noch nicht machen. Ja. Schilde sind immer gut. Wir nehmen mal die Schilde mit. Dann können wir nämlich da noch das hier machen. No. Gut. Wollen wir mal hier gucken, was hier so los ist? Geh weiter. Okay, ich gehe weiter. VIP. Okay. Das war in Cyberpunk ein bisschen cooler umgesetzt.
Da war in diesen ganzen Clubs ging es richtig ab, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Auch in diesen ja, Bordells und so. Bist du? Benjamin. Raus mit der Sprache. Ja? Was ist so wichtig, dass du meinen Terminplan durcheinander bringst? Gehört dir jetzt Baju diese ganze Stadt? Ich betreibe üblicherweise keinen Smalltalk, aber diese Frage ist derart lächerlich, dass ich dir eine Antwort schenke. Cool. Neon gehört mir nicht. Neon ist das alleinige Eigentum von Xenofresh Fisheries, dessen CEO und Mehrheitseigner also ich zufällig bin. Wenn du dir vielleicht kurz Zeit nimmst, um diese Aussage in deinem winzigen Hirn zu analysieren, was ist mit ihm? Warum ist er so frech? Kommst du bestimmt auf die Antwort auf deine Frage. Du wirst also in Neon das sagen, ja? Es geht dich zwar nichts an, aber ja, ich bin Verwalter von Neon. Gut. Dieser Job bringt einige Vorteile mit sich, aber willst du wissen, was mir am besten gefällt? Ich muss nur mit dem Finger schnippen und Leute, die zu viele Fragen stellen, werden von der oberen Plattform geworfen. Tja, das war fesselnd. Was ist das denn für ein Wichser? Ich will nur mal ganz kurz was ausprobieren. Also nur, weil es mich interessiert. Da halte ich. Ich pack's nicht! Das ist es nicht wert! Entschuldigung, der Typ ist ein Arschloch. Hat sich selber gerade verpisst? Raus damit! Was ist mit dir los? Ich habe keine Zeit für sowas. Okay. Laden. Speichern. Ich will nur mal gucken, was passiert. Also. Server wird uns dann auf jeden Fall nicht mögen. Gut, Server, wir gehen wieder. Wir schlagen ihn nicht nieder und bringen ihn noch nicht um. Ich erspare dir das. Na gut, was haben wir hier noch so? Warte mal, wie war denn das nochmal? Ach ja, so. So, genau, dann können wir das machen. Ach so, warte mal. Leichtes Geld. Das stört dich nicht, oder was? Kaffee. Das ist jetzt nicht alles so geil. Ich will nochmal speichern. Also wenn ich mich jetzt aber hier anschleiche. Ist jetzt auch Diebstahl? Kriegen die das sofort mit? Nö, ne, das merken die nicht. Okay, gut zu wissen. Warum auch immer jetzt die das nicht mitkriegen. Irritiert mich ein bisschen. Ja, hab ich mal schnell reingeballert, ne? Wird das hier auch noch schnell wegsnacken. So. Okay. Wir gehen wieder.
Guten Tag, Ma'am. Hab gehört, bei Reliant Medical sind die Vorräte knapp. Wenn Doc Manning das nicht in den Griff kriegt, müssen sie am Ende zumachen. Oh. Verstehe, vielleicht können wir da was aushandeln. Na gut, Sarah. Nice hier. Ich bin gerade ein bisschen bedröhnt, also mach langsam. Nice hier. Wir müssen es mal woanders hinstellen. La 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 la. Ganz nice, oder? Ja. Naja, schauen wir mal. Entschuldigung, Ma'am. Danke. Also das könnte nochmal ganz gut kommen. Ja, gefällt mir. Gut, Schluss mit lustig. Ja. Sorry, war ein Versehen. Bis später. Das ist Japan selber. Wir schauen jetzt nochmal hoch in die Lounge. In der VIP Lounge. Nee, gar nicht wahr. In... Ich kann fliegen. Ach, wann? Gott, hier ist aber auch voll hier. Darf ich mal durch? Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, das knallt gut, ne? Genau, wir schauen mal, ob wir da hochkommen. In den Laden hier. Oh, ja. Sarah, wollen wir uns... Okay, komme ich nicht hoch, alles klar. Ich glaube, ich habe, wie heißt das noch? Hühneraugen? Die habe ich. Too much information for me. Bitte behalten Sie das nächstes Mal für sich. Ah, früher hatte ich noch einen richtigen Job. Ist das kein richtiger Job? Etwa. Gut. Bin nicht in Stimmung. Ich auch nicht. Hast du denn nichts Besseres zu tun? Mm-mm. Oh, hier ist die App-Seite. Okay. Weißt du, warum die Crimson Fleet überall zu sein scheint? Nein. Weil sie überall kleine Außenposten hat. Hm. Nach dem Koloniekrieg wurden viele Anlagen aufgegeben. Und dort haben die Piraten Stützpunkte eingerichtet. Verstehe. Sarah, wir hauen rein. Rede bitte nur mit mir, wenn du für die Kopfgeldjagd geeignet bist. Bin ich. Wenn du über die Kopfgeldjagd reden willst, beantworte ich gerne deine Fragen. Und Aufträge findest du in der örtlichen Auftragsbörse. Mhm. Aber kleine Vorwarnung, glaub bloß nicht, dass das leicht verdiente Credits sind. Man braucht Können, Präzision und die Bereitschaft, sein Leben zu riskieren. Verstehe. Hast du irgendwelche spannenden Geschichten von der Kopfgeldjagd? Klar, aber die erzähle ich nicht.
Das ist kein Job zum Prahlen oder Angeben. Okay. Die Leute betteln um ihr Leben oder versuchen, einen zu bestechen. Ich bin nicht stolz darauf, wie viele Leben ich genommen habe. Verstehe. In diesem Leben heißt es töten oder getötet werden. Jedes Kopfgeld steht für einen verzweifelten Menschen, der nicht nach den Regeln spielt. Merkt ihr das? Was ist die Trucker-Allianz? Wir sind Kopfgeldjäger. Wir jagen Leute, die vor dem Gesetz oder der Gerechtigkeit fliehen. Wir müssen sie finden und abliefern. Hm. Tot oder lebendig. Ja gut. Also nichts Besonderes. Immer wachsam bleiben. So wie alle Kopfgeldjäger das tun. Okay, so. Ich denke, Folge ist rum. Wir begeben uns jetzt erstmal. Arme Seelen, die es nicht nach New Atlantis geschafft haben, schuften jetzt in Neons Fischereien. Oder Chimera. Der Chimera hat's echt in sich. Was meinst du, warum ich hier bin? Ja? Weiß nicht. Chimera ist cool, aber... Interesting. Wir sind hier aber falsch, glaube ich. Wir werden uns in Neon definitiv noch, noch deutlich mehr umsehen. Das sollte mal jemand bei den richtigen Stellen erwähnen. Aber... wir müssen uns jetzt erstmal auf andere Dinge konzentrieren. Keine Gnade, keine Gnade. Wir müssen darüber. Willkommen im Hotel Woli Außenbilder. Weitergehen. Wenn du dich fragst, was hier so stimmt, das ist Technologie. So, Sarah, du machst eh deinen Fahrstuhl-Zaubertrick. Dann kann ich auch schon mal starten. Ja, sag ich doch. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Macht's gut. Es gibt auch ein gutes Bild ab, glaube ich. Einen Moment bitte, meine Damen, sehr geehrte Damen und Herren. Bitte entschuldigen Sie. Warum nicht? So, weiter geht's. Kann man hier eigentlich mit irgendjemandem mal quatschen zum Verkaufen? Techniker. Dein Schiff ist hier gut aufgehoben. Das freut mich aber. Wer verkauft mir hier Dinge? Schönen Tag noch. Ja, dir auch. Wir passen gut auf dein Schiff. Ja, das sagen hier alle. Dein Schiff ist bei uns sicher. Hallo. Hallo. War hier nicht irgendwo einen Dude mal, mit dem man quatschen kann? Scheinbar nicht, ne? Dann scheiß drauf. Moin, Vasco. Gut. Wir begeben uns jetzt... wieder? Sag mal, wie kannst du schon wieder vor mir hier drin sein? Wie kann ich dir helfen? Oh, klar. Hätte ich fast vergessen. Du warst einfach zu gut zu mir. Tschüss. Ah, hallo. Was geht? So, ja, erstmal müssen wir in das Missionsmenü. Kann ich nicht, wenn ich hier sitze. Dann heben wir erstmal ab. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. In der nächsten Folge suchen wir einen passenden Planeten für unsere Außenbasis. Bis dahin. Ciao.